Ja, guten Tag, meine lieben Bürgerinnen und Bürger und was da so rumfleucht. Ich bin heute mal nicht im Studio oder bei der Pressekonferenz, ich bin heute in Mannheim, ne? In Mannheim, wie man so schön sagt. Hier, und ich mache hier mal den Rundgang. Ich war eben bei der Führung von meinem Genossen Beppi. Der macht das ganz gut hier in Mannheim im Reichs-Engelhorn-Museum. Ne? Macht er noch bis in 3 Wochen, glaube ich. Ne? Müsst ihr mal gucken. Ne? Ja, und was ich festgestellt habe, ist ja schon, dass die Ägypter und wir heute schon einiges gemeinsam haben. Ne? Das ist ja also wirklich wahr. Wissen Sie, wenn die Mumien früher gemacht worden sind, die Mumien, dann ist das ja so gewesen, da sind Organe, mussten ja raus, ne, damit das Zeug nicht verfault. Ja, und dann ist der ganze Klumpatsch noch einzeln eingewickelt worden. Ne? Aber das Gehirn musste ja auch raus, das war wichtig, ne? Dass der Kopf nicht irgendwann verfault hat. Also wurde das Gehirn rausgeholt, indem man mit langen Widerhaken durch die Nase ist, hat den Klumpatsch verquirlt und dann ist das alles also rausgeflossen. Ne? Und das ist der einzige deutsche Beweis, dass die Nachfahren von der ägyptischen Mumifizierer heute die sind, die uns die Stäbchen beim Test für die Pandemie richtig tief und fest bis in die Hirnrinde reinschieben. Ne? Und das ist der eindeutige Beweis, was hat Covid-19 und Tutanchamun gemeinsam. Jetzt wissen Sie das und wie gesagt, ich wünsche Ihnen alle Gute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Gesundheitsminister.